Hello. Und hallo aus Jaipur. Genau, wir sind hier gerade in Jaipur angekommen, also eigentlich gestern schon. Haben lange nichts mehr von uns hören lassen, deswegen wollen wir euch jetzt ein bisschen was über unsere letzte Station, die Jodhpur war, erzählen. Ja. Was gibt es da zu erzählen? Erstmal, wie wir da hingekommen sind, vielleicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht sollten wir an dieser Stelle auf die Rubrik Written Words hinweisen. Dort findet ihr alle wichtigen Geschehnisse um das Thema Anreise nach Jodhpur. Denn eigentlich haben wir uns vorgenommen, darüber nicht mehr zu sprechen. Genau, an Tag 40 bis 42 hat Christian da ganz gut über diese Odyssee gesprochen. Jetzt sind wir auf jeden Fall dort gewesen. Und das war eigentlich ziemlich toll. Ja, also man kann sagen, Jodhpur ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Das kann man schon mal sagen. Genau, es ist aufgeräumter als viele andere Städte, die wir bisher gesehen haben, was glaube ich aber auch daran liegt, dass es sehr viel touristischer ist. Das erleichtert es an vielen Stellen. Zum Beispiel sind die Anwohnerinnen dort und auch die Kinder viel mehr daran, also die sind, finden, haben sich voll das Hobby draus gemacht, Selfies mit Touristen zu machen. Also man kann irgendwie keine 3 Minuten irgendwo stehen, ohne mit irgendwem fotografiert zu werden. Und die Kinder sagen immer alle Hello und Hallo! alle immer. Es ist irgendwie schräg. Ja, und dementsprechend sind natürlich auch die Hotels und Hostels auf Touristen eingestellt, die nicht aus Indien kommen. Unter anderem auch unser Hostel. Genau, wir waren gar nicht im Hostel, sondern in einem Homestay. Das war ein ganz wundervoller Ort, da haben wir viele Leute kennengelernt und vor allem war es super hilfreich. Unser Host Ajay hat uns echt geholfen, unsere nächsten Train-Tickets zu buchen, was gar nicht so einfach ist. Wer auch immer behauptet hat, dass Bahnfahren in Indien total problemlos ist, sollte sich mal Tag 40 bis 42 bei Written Worlds durchlesen. Das fanden wir nämlich gar nicht so richtig einfach. Und da war es sehr hilfreich, dass Ajay uns da helfend zur Hand gegangen ist und uns diese Last abgenommen hat. Und deswegen sind wir jetzt mit Train-Tickets bis an die indische Grenze nach Myanmar ausgestattet und können den Rest der Indienzeit genießen, ohne wieder in Bahnhöfe für eine Ticketbuchung Ja, gehen zu müssen. genau. Apropos Ajay. Der hat uns auch so einen Trip in die Wüste, in den Ort Osian vermittelt. Das haben wir dann, glaube ich, am dritten Tag, als wir da waren, gemacht. Das war ziemlich witzig. Wir sind morgens mit einer Gruppe von Leuten mit dem Fahrer dahin gefahren. Das war gar nicht so nah, ne? So 3 Stunden ungefähr. Und dann waren wir mitten in der Wüste Indiens bei unserem. Rajasthans. Ja, stimmt. Rajasthan. Bei unserem Glück hat es genau an dem Tag geregnet und war scheiße kalt und bewölkt. Also eigentlich wurde gesagt, so fahrt abends hin, weil voll cool mit Sternenhimmel und so. War nicht so. Aber wir Aber sind. trotzdem war die ganze Tour war super. Also wir hatten das Glück, dass unsere Mitreisenden nicht so wie bei den Backwaters in Kerala irgendwie so Trantüten waren, sondern wir hatten Ja. eine richtig lustige Gruppe dabei und auch die Veranstalter, die das Ganze organisiert haben, waren ziemlich gut drauf und wir Ja. hatten trotz Regens und Minustemperaturen gefühlt eine Naja. richtig gute Zeit. Auch wenn am Ende des Tages das Lagerfeuer eins der Highlights war, weil man konnte wieder auftauen. Aber dennoch, wir saßen das erste Mal auf dem Rücken von Kamelen, haben das erste Mal die Wüste gesehen, was wirklich nah. Es ist super schön. Es ist wirklich super, super schön. Und es ist halt auch irgendwie witzig, weil also wir haben uns ja an den Verkehr hier in Indien gewöhnt. In der Wüste ist es halt nicht so, aber der eine Typ, der uns da so durchgeführt hat, der fand es halt super witzig, uns mit seinem Jeep, wie hat er es genannt, Adventure Fun, Adventure Ride. Durch die Wüste zu fahren. Und fahren stimmt eigentlich nicht, weil wir sind, also es war auf jeden Fall ein Adrenalin-Highlight. Es war ein Rollercoaster. Es war mehr Achterbahnfahrt als geregeltes Fahren. Aber Genau. wahrscheinlich musst du das, sonst versinkst du mit dem Jeep im Sand. Deswegen nehmen wir ihm das kein bisschen übel. Aber es war eigentlich viel interessanter, wenn man auf dem Rücken von den Kamelen sitzt, so einfach mal so ein bisschen entschleunigt, langsam unterwegs ist und diese Landschaft genießen kann. Dieser Fernblick, weit und breit halt nichts zu sehen, außer So dicken Käfern.
Also fand ich jetzt tatsächlich interessant, weil ich war ja auf dem Kamel und die konnten jetzt nicht in meine Klamotten krabbeln oder so. Da waren, was waren da noch so für Tiere? Waren das Gazellen, die da hinten Oder Antilopen, bin ich Biologe? Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich dich. Da waren Tiere. Krasse Tiere auf jeden Fall. Und einfach die Landschaft ist wirklich unglaublich. Also wirklich unglaublich. Und mit dem Jeep da durchzupesen, an quasi die höchste Stelle dieses Orts. Und ja, definitiv gigantisch, werde ich nicht vergessen. Sollte jeder machen, der hier in der Gegend ist. Kostet nicht so richtig viel Geld und ist ein super Tag, der in Erinnerung bleiben wird. Genau, und toll war es auf jeden Fall auch, dass wir haben dann den Tag bei einer Familie verbracht, die halt eben dort in der Wüste lebt. Und da sind die Lebens- und Alltagsbedingungen tatsächlich nochmal ganz, ganz anders als in den indischen Städten. Super spannend, zurückgenommen, ruhig. Aber Wasser holen die zum Beispiel aus einem sehr, sehr tiefen Brunnen. Also Wasseranschlüsse gibt es halt nicht mit und so. Mit einem Eimer runterlassen, ja. Und Wasser hochholen, das war... Also das fanden wir sehr beeindruckend und sehr berührend, weil auch das kennen wir natürlich als Wohlstandsgesellschaft nicht. Aber kurz danach waren wir wieder in der Zivilisation und wie wir eben schon gesagt haben, unser Homestay war total super. Das lag aber auch daran, dass man da sehr, sehr viele nette Menschen kennenlernen konnte. War wirklich, jeden Tag war irgendwie eine neue Gruppe, ein neues Paar Backpacker da, die auch auf Indien-Touren waren, mit denen man sich austauschen konnte, viele waren dabei, die dieselbe Route machen, viele waren dabei, die Route andersrum machen und uns deswegen Tipps geben konnten, was man sonst noch alles tun könnte. Das war total super. Am ersten Abend, glaube ich, haben wir ein Paar aus Frankreich kennengelernt, mit denen wir dann am nächsten Morgen auch direkt in den nahegelegenen Rockpark gegangen sind. Das war auch super spannende Natur und da sind wir rumgekraxelt und danach irgendwie in einer Rooftop-Bar gelandet. Also hier in Rajasthan sind überall Rooftops. Also das ist super nett, weil man von überall aus die Städte halt von oben sich anschauen kann. Ja, und Amelie und Gertrud werden wir in Delhi auch wieder treffen. Die sind dann da, das ist lustig. Mit denen haben wir uns sehr gut verstanden. Am zweiten Tag waren zwei Italienerinnen da, die wir dann auch auf dem sehr beeindruckenden Fort von Jodhpur wieder getroffen haben. Vielleicht muss man dazu sagen, also über der Stadt ist die Stadt ist an so einen Felsen gebaut und auf diesem Felsen steht ein Fort. Und deswegen überragt dieses Fort eben die ganze Stadt Jodhpur. Und das sieht von unten schon beeindruckend aus. Wenn man oben reingeht, ist es aber noch beeindruckender, weil das ist einfach ein gigantisch großer Palast, wo man sich hervorragend drin verlaufen kann. Ja. Genau. Was uns nicht passiert ist, weil es gab Wegweiser. Genau, es gab auch zum Ticket dazu so einen Audioguide, das sind wahrscheinlich die meisten Audioguides, sehr, sehr schräg. Also komische Narrative über die eigene Kultur. Ach was, ja, über die Frauenräume und so, als wäre das so toll, dass die sich immer versteckt haben und so. Oder verstecken mussten. Diese Gitter, die man auf ganz vielen Fenstern sieht, sind dafür da, dass man die Frauen von außen nicht sieht, sie aber von innen rausgucken können und so. Das fand ich auch sehr spannend zu lernen. Ja, das war spannend, auf jeden Fall. Apropos Rooftop-Bars, was du vor ungefähr 2 Minuten erwähntest. Ja. Eine Empfehlung, die wir noch haben, ist der Blue Turban. Mhm. Eine Rooftop-Bar hier, also dort in Jodhpur, die wirklich sehr, sehr cool ist und sehr, sehr lustig ist. Und insbesondere der eine Kellner, Umed heißt er, völlig verrückter Typ, der uns am ersten Tag ein Getränk und Essen brachte und uns dann angeboten hat, er könnte uns auch als Fremdenführer oder als Verhandlungspartner auf dem Gewürzmarkt oder als Schneider auf dem Textilmarkt oder also so ein Typ, der einfach gesagt hat, ja, braucht ihr Hilfe? Ja, aber der fand dich auch richtig gut. Ja, der wollte dir die ganze Zeit einen Turban andrehen, wegen deiner Glatze und so. Und meinen Bart indisch zwoben. Ja, genau. Der fand das hat er mehrfach getan. Ja, genau. Ja, dann haben wir noch zwei super tolle Leute kennengelernt, Paige und Zach aus England. Die treffen wir in Udaipur wieder. Das wird unsere nächste Station gewesen sein.
Futur 4. Nee, ich glaube, es war einfaches Futur 2, Ja, aber okay. ich kann das. Oh, ich kann das. Ja, genau. Also Jodhpur auf jeden Fall tolle Stadt. Wir hatten Spaß und Rajasthan scheint uns ganz gut zu gefallen. Und es war wirklich auch, also wir waren jetzt 10 Nächte hier und es ist wirklich so eine ruhige Oase in den sonst ziemlich hektischen indischen Städten. Deswegen, das war wirklich, also Jodhpur, ganz klares, wer in Indien ist, sollte das einmal besucht haben. Ja, ist das ein gutes Schlusswort? Ich glaube schon. Ich glaube schon, Jetzt ja. nicht mehr. Jetzt war das Schlusswort, Schlusswort. Schlusswort, Ja, Schlusswort. ich hab's mal wieder Also nochmal. Also Jodhpur ist eine wunderschöne Oase inmitten der hektischen Großstädte Indiens. Und wer in Indien ist und das Glück hat, nach Jodhpur zu kommen, er sollte es auf jeden Fall wahrnehmen, denn es ist wirklich wunderschön. Schluss.